Es geht weiter mit Pokémon Super Mystery Dungeon und wir sind hier am Segensberg und schön, wie das gerade hier anfängt. Wow. Geil. Auf jeden Fall direkt ein Level Up, sehr schön. Und zwar ist die Lage gerade ein bisschen kritisch, denn Rabigator ist ja auf dem Weg zum Segensberg, auf die Spitze scheinbar, die ja heilig ist und wir müssen ihm jetzt hinterher, jetzt auch wenn der Ort heilig ist, wir müssen ihn ja irgendwie aufhalten. Und glücklicherweise haben wir noch Blanas dabei getroffen, der uns helfen will. Und scheinbar ist Psiao auch noch auf dem Weg, um uns zu helfen. Und Fallimmunität ist schon mal sehr gut. Also, es scheint sich doch einiges hier zu ereignen. Ist ja auch mal langsam Zeit. Wie gesagt, an sich scheint das jetzt der Dungeon zu sein, den wir schon mal damals so gemacht haben. Wie einfach 50% der Attacken nicht treffen. Aber was reg ich mich noch auf? Ich kenne das doch. Warum reg ich mich eigentlich immer wieder aufs Neue darüber auf, weil ich kenne es auch mittlerweile vom Spiel, oder sollte es vom Spiel mittlerweile kennen. Ja, das sind manchmal so Wahrscheinlichkeitssachen, die fasst man einfach nicht. Dann, ich sag mal, die Chance, dass der Attacke daneben geht, ist 10%, sag ich jetzt mal. Und dann auf einmal, wenn man sagt, jede zweite Attacke geht daneben, da sagt man doch, ey, das ist total unlogisch, dass das so oft daneben geht. Da muss man doch schon mega Pech haben. Dann hat man dieses Pech tatsächlich manchmal auch. Also Dumdrift Zeppeli. Obwohl, ich glaube, es sind schon einige stärkere Pokémon. Zum Beispiel hier Drift Zeppeli ist neu. Die haben ja schon damals schon mit Driftlon einige Probleme gehabt. Also, es hat sich doch hier so einiges stärkeres Zeug auch angesiedelt. Ich glaube, die Pokémon allgemein haben jetzt auch ein höheres Level. So, sehr schön. Eisstrahl. Und hier haben wir Persimringel. Was kann er denn so? Ich denke mal, der. Ja, okay, Schütz vor Konfusion. Kraftpaket ist schon drin. Ah, brauche ich jetzt nicht so dringend. Da finde ich EP-Ringel schon geiler. Nice. Dann haben wir noch Attackensalbe. Boah, beste Ringel. Beste. The beste. Nur, wie gesagt, ich habe den Verdacht, dass... Also ich glaube nicht, dass Rabigator dahinter steckt. Dass der schon was mit den Verschleinerungen zu tun hat, aber dass er nichts weiter ist als irgendein Handlanger, weil... Das kann ich mir nicht vorstellen bei dem... Aber was? Volltreffer mit Himmelsfeger. Natürlich. Ja, hier. Ich sag ja, geringe Wahrscheinlichkeiten, die man einfach nicht fassen kann. Ah. Gott. Aber ich muss sagen, sogar Spiele aufgeregt, das habe ich schon immer gern gemacht. So als Kind auch schon immer. Ich bin jetzt zwar nicht gerade der jetzt auf sein Zimmer zermöbelt oder sein Gameboy, was ich aufs Bett geschmissen hat vor Wut. Es sei denn, es ist eine weiche Matratze. Habe ich auch mal gerne gemacht, dass ich einfach mal mein DS auf so die weiche Matratze von meinem Bett, ja, so leicht so drauf werfe, aber da passiert ja nichts. Es federt ja ab. Da ist auch noch nichts, was passiert. Was gibt ja welche? Ne, da gibt es ja so einen. Okay, ich vermute mal, das war gestellt. Der einfach mal seine ganze Tastatur zerstört und weil das Spiel mal zu lange geladen hat. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Starte das Spiel! Los! Ne, ich will schon, was ich meine. So, Insomnia-Ringel. Ich glaube, das verhindert Einschlafen. 4 Steckplätze. Ist okay, aber nicht perfekt. Ach, da war noch ein Sepal. Aber ich bleibe jetzt einmal bei meinem EP-Ringel. Der hat zwar noch weniger Steckplätze, aber Erfahrungspunkte eben. Und so wie manche als Geld geil bezeichnet werden, bin ich Erfahrungspunkte geil. Na gut, aus der Phase sind wir zum Glück mittlerweile draußen. Da war mal so eine Zeit lang, das war so ziemlich zu Beginn, als das mit diesen YouTube-Partnerschaften eingeführt wurde. Da hat man dann sehr oft dieses Wort mit der Geldgeilheit gehört. Hat man dann, weil... Ja, na gut, das hat auf jeden Fall vieles auf YouTube geändert, das stimmt schon. Weil das war früher, leider habe ich diese Zeit auch nicht mehr so ganz mitbekommen, weil ich da noch nicht so viel mit YouTube zu tun hatte. Und ich habe ja aktiv auch erst Mitte 2012 angefangen, wo das dann schon alles ja, praktisch so am Laufen war, so mit diesen professionellen und kommerziellen und Monetarisierung und so. Also ich bin praktisch dann da erst so dazugekommen. Das heißt, so dieses ganz Klassische, von dem man auch oft hört, kenne ich nicht so ganz oder ich habe es immer nur so leicht mitbekommen. Oder ich habe da nur so das Ende von mitbekommen. Deswegen ich jetzt da wahrscheinlich jetzt auch keine allzu große Nostalgie habe.
Also das mit den 5 Sternen und so, das kannte ich noch, aber ich habe es kaum noch mitbekommen. Es war wirklich... Es war nur eine kurze Zeit, wo ich das noch alles mitbekommen hatte überhaupt. Na gut, ich muss ja sagen, in letzter Zeit habe ich ja oft auch in Streams und allgemein auch mal verschiedene Videos, habe ich ja sehr oft schlecht über YouTube geredet. In sehr, sehr vielen Aspekten über die YouTuber an sich, wie sich einige verhalten, wie sich einige aufspielen, über den Algorithmus, über... Ja, über vieles einfach. Trotzdem muss ich sagen, gehöre ich zu denen, die jetzt nicht sagen würden, jetzt ey, die Professionalisierung macht jetzt alles schlecht. Achso, kann das sein, dass der Pitschutz verhindert, dass Fernkampfattacken nicht treffen? Das ist ja voll scheiße. Ja, heil mal Shion, das ist sehr gut. Dann ist der Pitschutz ja echt nicht schlecht in diesem Spiel. Warum hat er jetzt keinen Eisstrahl gemacht? Oder war keine AP mehr übrig? Oh! Ja, komm, heil mich mal. Ist besser. So. Sehr gut. Und Level Up für Shion. Was ich höchstens nur gemerkt habe, also das habe ich schon noch mitbekommen. Ich habe das Gefühl, es war damals ein bisschen einfühlsamer alles. Also es war alles lockerer irgendwie so. Die Community, die Zuschauer, vielleicht gerade weil es da eben, weil es noch keine richtigen Erwartungen gab vielleicht. Da gab es auch so diese Hater und so noch nichts. Da war praktisch jeder zufrieden, egal was man hochlädt. Da konnte es auch noch so einfach gehalten sein, das Video. Wie gesagt, so dieses typische... Das beliebte Beispiel ist ja immer Katzenvideos. Wäre ja mal vorher das beliebte Beispiel. Wie gesagt, es können ja nur Katzenvideos sein oder... Es können ja einfach... Was weiß ich? Zahlen mir gerade keine Beispiele ein. Was? Junge! Chill! Unheilböen. So eine OP-Attacke, ey. Mach das bitte nicht nochmal. Aber es hat jeder von uns noch überlebt. Sehr gut. Gut. Wir gehen einfach weiter, würde ich sagen. Nee. Nein. Okay. War es ein Risiko, weil es hätte wieder jetzt einer mit Unheilböen kommen können. Ach, schön, dass wir jetzt mal die ganze Treppe hier direkt haben. So, komm näher. Ja, komm dann, gib mir eine Siedelbeere, so. Ja, also da habe ich das Gefühl gehabt, so es war... Ach Mann. Da habe ich hier irgendeinen Orb. Strahlorb. Ja, Starorb, so. Schon besser. Also wie gesagt, das war, da war das ja noch, da gab es auch noch nicht so viele Let's Player halt. Da war das so, wenn welche neu anfangen, so, das wurde eben noch total gefeiert und der Aufwand wurde auch sehr geschätzt und sowas. Und wie gesagt, und heute ist das wirkt alles so selbstverständlich. Also ich rede jetzt nicht, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das jetzt bei mir jetzt irgendwie behaupte. Ich meine jetzt das mehr so in der Allgemeinheit. Also heute ist vieles so selbstverständlich, so irgendwie ein Video muss gut sein, also in den Augen von vielen, es muss schon mindestens, ich sag mal, der YouTuber muss mindestens 100.000 Abos haben, damit der Ansehen sehenswert ist. Also so meinen ja das ja manche. Ich finde ja immer, die Abozahl hat gar nichts bei YouTuber auszusagen, zumal eben nur die Watchtime zählt. Und wie gesagt, man kann tausende von Abos haben, aber wenn nur 100 Leute zuschauen zum Beispiel jetzt, dann das bringt einem dann gar nichts. Natürlich, das ist natürlich für Firmen höchstens interessant, weil warum auch immer gucken die Firmen oft nur auf die Abozahl, was auch nicht mal schlau ist. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass sie sich eben nicht hundertprozentig mit YouTube auseinandersetzen, die meisten. Und jetzt gar nicht so genau wissen, wie das Algorithmus jetzt zu 100% funktioniert. Ein paar wissen es, die nutzen das natürlich auch. Aber jetzt eben nicht jeder setzt sich damit hundertprozentig auseinander. Ach, hör auf, die Tasche nicht zu heilen, du Spaß. Jetzt kann ich das die Pal nicht mehr nehmen, ey, voll scheiße, ey, Dislike. Ach, kann er mal sein... Ja, okay, kann er jetzt bitte sterben? Danke. Alter, hat das viele AP gekostet. Aber Katapult ist echt gut. Das haut gut rein. So, hier haben wir Carbon. Und ich nehme erstmal ein Elixier. Wovon ich persönlich nur nicht so ein Fan bin, ist so dieses typische, ey, früher war mit YouTube alles besser.
wie gesagt, es war einfach anders. Also relativ betrachtet war es von der Atmosphäre anders. Vielleicht irgendwie schöner. Aber ich glaube, ich gehe gleich weiter. Ah! Oh! Okay, ich habe mich letzten Part noch, habe ich noch kritisiert, weil ich dachte, ey, voll unlogisch, warum bewachen die das nicht? Aber hat er die echt alle auseinandergenommen? Das Heu ist ja auch total, ist ja auch kaputt. Okay, ich habe ja noch gemeint, so, ach ja, was soll schon Rabigator gegen ein ganzes Dorf machen können? Okay, der haut einfach mal den Wachtmeister und Bibor und was nicht alles hier um. Ja, Wachtmeister, alles ist alles in Ordnung. Ja, danke. Es geht schon irgendwie. Was ist denn hier noch vorgefallen? Wir wurden aus heiterem Himmel angegriffen. Bzz. Irgendwie hat er uns alle außer Gefecht gesetzt und das Tor durchbrochen. Er will auf den Gipfel. Bin ich absolut sicher. Wie hat der Kerl ausgesehen? Das war so ein roter Kerl mit einem großen Maul. Rabigator. Ihr kommt schon zurecht. Seht ihr lieber zu, dass ihr ihn einholt. Bitte haltet ihn auf. Bitte haltet ihn auf, bitte. Was ist gerade... Warum habe ich gerade die Stimme von Quappo gehabt? Das ist doch absolut verrückt. Alles klar. Also los, beeilen wir uns. Ah, sehr gut. Dann geht's weiter mit Segenswerk Ebene 8. Und ab hier ist ja alles neu. Was haben wir denn da? Noctu. Was? Hör auf! Ach, dann ist ganz unfähig. Wow. Komm näher. Oh, das hat noch eine Falle, wa? Ja, mach einen Heuler. Kein Problem. Ein Wasser ist jetzt auch gerade dadurch, dass man mit YouTube auch was Professionelles jetzt auf die Beine stellen kann. Ist eben auch durch so Aspekte wie Monetarisierung und so. Kann man ja auch wirklich viele Projekte auch umsetzen, das, was vorher gar nicht möglich war. Das muss man natürlich auch noch bedenken. Schade ist nur, meistens fallen die kaum auf, so diese ganzen coolen, innovativen Sachen. Ich persönlich würde jetzt auch nicht so auf Anhieb jetzt da viel... Ach Gott, ich bin ja verwirrt. Viel jetzt finden. Ich würde jetzt sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Fusivsamen. So, sehr gut. Weil man hört in letzter Zeit immer öfter, dass auch andere YouTuber und vor allem auch Zuschauer und ich persönlich mich auch, das einfach immer mehr stört. Jetzt vor allem eben Leute, die jetzt auch erwachsen sind oder eine gewisse Reife haben. Also wie gesagt, ich sag nicht nur erwachsen, sondern eine Reife haben. Eine gewisse Reife und Intelligenz. Dass man von denen halt immer wieder diese Klagen hört, dass YouTube eben immer diesen niveauloseren Assi-Schritt geht. Oh, Hagel. Das ist neu. Oh, mir kommt es eben genauso vor. Oh, das ist auch die Sache, die ich auch mal sehr oft kritisiere. Natürlich weiß man auch, warum das so ist, weil man eben erkannt hat, hey, die jüngeren Leute, die haben viel mehr Zeit, die investieren viel mehr Zeit für ihre Videos, sind teilweise leichter zu beeindrucken mit sowas. Und deswegen macht man das ja auch. Das wird auch von so Netzwerken und so auch empfohlen. Oh, scheiße. Deswegen gehen ja auch viele diesen Schritt einfach. Wie gesagt, man kann verstehen, warum viele YouTuber diesen Schritt gehen. Warum die diese Art von Content machen, weil die wollen eben Geld verdienen. Was ich persönlich nur nicht mag, ist das Verhalten von denen teilweise. Weil da sind so ein paar Sachen, man hat so viele Sachen in letzter Zeit, so Skandale und so Sachen. Und ich finde, da gehen die teilweise einfach zu weit. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Wie gesagt, dann kommen jetzt diese ganzen Pranks und jetzt... Alter! Diese ganzen Pranks, wir sind jetzt da ja so beliebt im Moment. Das absolute niveaulose Scheiße ist einfach. Wie gesagt, da wird dann so... Oh, da wird einer auf seinen Vater verprügelt. Und dann lädt er das auch noch hoch und bedenkt gar nicht, dass vielleicht den Ruf des Vaters irgendwie schaden könnte. Na gut, derjenige hat es nach 2 Tagen wieder runtergenommen oder nach 1 Tag. Aber ist ja egal, der hat ja die Klicks bekommen. Der hat ja seine, ich weiß nicht, wie bekannt das Video wurde, seine 2 Millionen Klicks bekommen oder wie viel auch immer. Und der, dadurch hat er schon mal gut gelebt, hat er schon ein paar tausend Euro bekommen. Ja, ich sag nicht ein paar tausend, aber so, ja, bei 1 Million Klicks. Ja, so 1000 sind da bestimmt schon bei. Oh, was ist denn jetzt los? Piep, piep, piep. Skype klingelt. Gary und Flamterix haben das Forscher-Gadgets hervorgeholt. Hier spricht das Ruinenteam. Könnt ihr uns hören? Kann mich jemand hören? Wo kam diese Stimme gerade her? Das war die Denne. Sie kann mittels elektrischer Wellen aus der Ferne über das Forscher-Gadget mit uns reden. Die Denne, hier spricht Flapterix. Wir können dich hören.
Flapterix, wunderbar. Wie sieht die Lage bei euch aus? Wir klettern gerade den Segensberg hinauf. Wir sind Rabigator dicht auf den Fersen. Das den Segensberg? Das zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Ich erzähle dir später alles im Detail. Wie sieht's bei euch aus? Hier läuft alles nach Plan. Wir sind ziemlich weit vorgedrungen. Augenblick, Skoppel scheint irgendwas entdeckt zu haben. Was, ist es noch jemand hier? Sogar eine ganze Gruppe? Unmöglich, wo kommen die plötzlich her? What? Ah! Was? Dedenne, Dedenne! Was ist da drüben los, Dedenne? Oh. Das ist aber jetzt irgendeine Gruppe von Pokémon, okay. Die Verbindung ist abgebrochen. Was ist da drüben los passiert? Ich mache mir echt Sorgen. Ich auch. Aber sie sind zu weit weg vom Segensberg. Eine Rettungsmission wäre unmöglich. Ihr Team ist außerdem nicht so leicht klein zu kriegen. Barmelin ist ja auch dort und spätestens an Flunkiefer beißen sie sich die Zähne aus. Flunkiefer ist sehr stark. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und an sie glauben. In Ordnung. Für uns gibt es im Moment nichts Wichtigeres, als Rabigator aufzuhalten. Wenn er uns entkommt, könnte das Böse enden. Nehmen wir all unseren Mut zusammen und setzen unsere Mission fort. Okay, geht's weiter. Wow, ist das das erste Mal ein Dungeon mit zwei Unterbrechungen? Also in Form von Cutscenes? Wow. Blättersturm? Okay, wenigstens nicht getroffen. Komm näher, danke. Komm ich in meinen Mobberkreis. Und stirb. Und hier brauche ich mein Elixier. Das ist mein letztes? Oh. Oder liegt da eins rum? Ach, sehr schön. Gut. Man muss nur nett darum bitten, dann kommt es auch schon. Eins zugeflogen. Ach, was mache ich da? Falsche Attacke. Scheiße. Hm. Würde. Ist okay. Flammenwurf. Nice. Und stirb. Perfekt. Auf jeden Fall, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, dass ich finde, so ein paar Sachen, da denke ich, da gehen die manchmal zu weit. Wie gesagt, das ist dann, die machen dann schon den Content, der praktisch diesen Algorithmus erfüllt und diese Zielgruppe ansieht und so. Aber die übertreiben es dann manchmal und ich finde auch diese Art eben nicht so sympathisch, dieses Selbstdarstellerische, was viele machen. Ich weiß, es ist oft verstellt, weil aus irgendeinem Grund finden viele Kinder so eine Art cool, weil die, ja, weil man kennt das schon aus der Schule, so diese Typen, die dann auch so, in der Schule ist das ja so, diese Typen, die so einen auf arrogant machen. Da gibt es tatsächlich viele, die haben auch so welche heraufgesehen. Ja, herabgesehen wäre schön, heraufgesehen, weil die immer dachten, das ist was Cooles, wenn man so drauf ist. Und natürlich, das leben die einen dann ein bisschen vor. Und wie gesagt, ich finde, es steigert sich einfach immer mehr. Dann, wie gesagt, jetzt sind ja diese Pranks ja gerade so beliebt und diese komischen Challenges. Aber das geht immer weiter, immer extremer und immer verrückter einfach. Oh, oh. Oh, Blanas. Aber okay, er hat es noch überlebt. Blanas ist ein guter Kämpfer. Auf jeden Fall kann ich jetzt von hier aus angreifen. Und nimm das. Nice. Sehr schön. Und ich finde das langsam auch nicht mehr wirklich feierlich. Und vor allem ist es auch so dieser Stil, der ist immer der gleiche. Das ist auch schon teilweise von Netzwerken empfohlen. Das ist in meinem Netzwerk auch soweit empfohlen. Zum Beispiel, bei mir war das, ich habe mal so eine Art Guide bekommen mit vielen Tipps, wie man sein Wachstum steigern kann und so. Und ich habe das natürlich auch mal angeguckt, so als Neugier mal, ne, was wird da so empfohlen. Oh, I Opterix. Oh, scheiße. Ach, du mal Rapidschutz. Oh mein Gott, Vorentwicklung gegen Weiterentwicklung. Oh Gott, ich habe es überlebt, wow. Komm schon, kill ihn. Nice. Sehr schön. Konfusionskraft gibt es hier. Mhm. Gut. Und da sieht man dann auch viele so Sachen, dieses typische, ja, was man kennt. Man soll sie und die Schlagwörter nutzen. Man soll das Thumbnail am besten so machen. Es ist ja schon diese bekannte Vorlage, dieses typische, man hat links irgendwie so einen riesigen Text, also so irgendwas so ganz dick geschrieben, so richtig auffällig. Und dann rechts daneben meistens entweder irgendein Brüste-Thumbnail oder irgendeine übertriebene Mimik.
Und das liegt einfach daran, weil das ist empfohlen, weil das wohl tatsächlich am meisten eye-catching ist. Das sind so psychologische Aspekte. Also, wie gesagt, ich versuche es mal allgemein gerade so ein bisschen zu erklären, warum das da so abläuft. Ich dachte, ich möchte das jetzt auch nicht mal nur so schwarz-weiß reden. Und das sind natürlich wieder Sachen, die finde ich in Sachen Professionalisierung, die gehen mir dann auch zu weit. Das ist dann ja auch nicht mehr wirklich Selbstverwirklichung. Das ist dann ja einfach nur noch dieses. Das ist ja nur noch. Wie soll ich bezeichnen? Das ist ja nur noch reines Marketing einfach. Natürlich, wenn das hauptberuflich betrieben wird, man muss natürlich auf solche Aspekte achten. Aber ich denke mal, irgendwann ist doch mal so eine Grenze, wo man doch sagt. Man sagt doch irgendwann, ey, das ist doch langsam völliges unteres Niveau, aber. Nee, man steigert es immer weiter. Problem ist einfach nur, es zieht eben die meisten Leute an. Weil, ja, viele stehen einfach auf so einen Content. Ich kann es persönlich nicht nachvollziehen. Aber es gibt wohl wirklich eine große Menge, die darauf steht. Das ist dasselbe wie, wie gesagt, das sind vielleicht Sachen, die hat man auch mal vielleicht von anderen YouTubern auch mal gehört. Die mir selbst dann aber auch mal so aufgefallen sind. Das ist dasselbe wie mit RTL. Jeder hasst den Sender. Aber trotzdem ist er am erfolgreichsten, weil es trotzdem auch mehr als genug Leute gibt, die den trotzdem schauen und supporten und so. Und sind wir schon am Ende? Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Aber noch keine Spur von Rabigator. Wie gesagt, jetzt wollte ich das mal so ein bisschen, ich wollte mich jetzt nicht wieder aufregen. Ich wollte jetzt mal nur so praktisch jetzt mal aufzählen, wie das so ist und warum das alles so kam. Aber ich glaube, ich lasse das Thema mal, denn hier geht der Plot weiter. Man kann aber auch kaum was sehen vor lauter Bäumen. Hey, da drüben ist ein Licht zu sehen. Sieht so aus, als wäre da eine Lichtung. Sehen wir uns das mal an. Okay. Ah, da drüben. Was ist das? Okay. What? Das sieht cool aus, aber was ist das? Was ist das? Das sieht ja sehr geheimnisvoll aus. Richtig mysteriös. Aber Rabigator, ist weit und breit nirgends auszumachen. Ich glaube, da drin sehe ich was. Ja, stimmt, da ist irgendwie so eine Art, ja, so eine Quelle oder so. Da sprudelt Wasser hervor. Ist das eine Quelle? Und was soll dieses kristallartige Ding sein, das die Quelle umgibt? Sieht für mich so aus, als wäre das zum Schutz der Quelle da. Ach, schon wieder so eine Steintafel. Was ist das? Eine Steintafel dürfte ganz schön alt sein. Und da steht auch was drauf. Da, was da geschrieben steht? Sowas habe ich doch schon mal in Flukifasima gesehen. Das sind solche vorzeitlichen an Fußabdrücke an erinnernde Schriftzeichen, oder? An Fußabdrücke erinnernde Schriftzeichen? Ja, vorzeitliche Schriftzeichen halt. Und die dürften äußerst schwierig zu entziffern sein. Ich kann das lesen. Im Ernst jetzt? What? Du kannst diese Schriftzeichen lesen? Ja, soll ich mal vorlesen, was da steht? Wer da steht? Wer da, was? Warte mal einen Augenblick. Es steht am Ende, wer es liest, ist blöd oder so. Flugkiefer ist Archäologin und hat ewig gebraucht, diese Schrift zu entziffern. Wie kann es sein, dass du diese Schriftzeichen völlig mühelos lesen kannst? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann das jedenfalls einfach lesen. Hat gerade so ein bisschen was von Yu-Gi-Oh! Als Kaiba auf einmal den ägyptischen Text von Ra entziffern konnte. Einfach so. Ich staune auch nicht schlecht. Aber ich schätze, wir sollten einfach froh sein, dass du es lesen kannst. Das sollte Shion vielleicht mal bei der anderen Steintafel gemerkt haben. Dann hätte Flunkifa sich einiges an Arbeit erspart. Aber na gut, Shion hat ja auch nie so richtig zu Gesicht bekommen, weil Flunkifa hat die einfach mit aufs Zimmer genommen und kein anderer hat die richtig gesehen. Also liest ruhig erstmal weiter. Ist gut. Hier stehen drei Sätze, also um der Gefahr zu trotzen, ein Mensch ihr braucht. Okay, haben wir. Nur ein Mensch die Kraft besitzt, das Siegel der Quelle zu brechen. Aus der Welt der Menschen jemanden ihr rufen müsst. Das war's. Wir sollen jemanden aus der Welt der Menschen rufen? Damit kann ja nur ein Mensch gemeint sein, oder? Aus der Welt der Menschen? So jemanden haben wir doch. Damit bin ich gemeint, ganz sicher. Und mit dem Siegel der Quelle... Muss das hier gemeint sein, oder? Da steht also, dass ein Mensch dieses Siegel hier brechen kann.
Und der erste Satz war, um der Gefahr zu trotzen, einen Menschen ihr braucht. Und wenn man mal darüber nachdenkt, dann besagt diese vorzeitliche Nachricht doch, dass wir die Welt retten können, indem wir einen Menschen dieses Siegel brechen lassen. Oder? Das heißt es doch. Ich hoffe, wir machen jetzt keinen Scheiß dadurch, wenn wir das Siegel brechen. Das hieße dann aber auch, dass unsere Welt im Begriff ist, von einer großen Gefahr heimgesucht zu werden. Irgendjemand muss von dieser Gefahr gewusst und Gary aus der Menschenwelt zu uns geholt haben. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Das hört sich ja durchaus plausibel an. Aber was, wenn hier steht... wurde doch nicht erst kürzlich geschrieben, oder? Diese Nachricht hat jemand vor langer, langer Zeit hier hinterlassen. Warum brechen diese Ereignisse dann ausgerechnet jetzt über uns herein? Oh, Anruf. Gary und Flapterix haben ihr Forscher-Gadgets, Trademark, hervorgeholt. Hier spricht das Ruin-Team. Könnt ihr uns hören? Das ist die Denne. Hier ist das Rabigator-Verfolgungsteam. Bei uns ist alles in Ordnung. Und die Denne? Achso, ist bei euch alles in Ordnung, die Denne? Ja, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Uns geht's allen gut. Seid ihr denn nicht angegriffen worden? Doch, aber das war anscheinend nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis? Ja. Okay, sehen wir es mal aus deren Sicht. Oh, das sieht cool aus. Die Pokémon, die uns angegriffen haben, sind die Wächter dieser Ruinen. Sie wollen lediglich diesen Ort beschützen. Angegriffen haben sie uns nur, weil sie dachten, wir wollen die Ruinen plündern. Als wir Gelegenheit hatten, uns zu erklären, waren sie schnell friedlich gestimmt. Ich verstehe. Dann bin ich ja beruhigt. Wir haben uns echt Sorgen gemacht, als der Kontakt abgebrochen ist. Tut mir leid, Shion. Wir hatten leider keine Zeit, euch Bescheid zu sagen. Ach ja, da fällt mir etwas ein. Die Pokémon hier in den Ruinen haben uns etwas ganz Erstaunliches verraten. Sie haben uns erzählt... Okay. Was hast du da gerade gesagt? Sie haben gesagt, es gäbe eine Möglichkeit, verscheinerte Pokémon zurückzuverwandeln. Ja, klar. War das nicht sowieso das Hauptziel, das zu erreichen dort? Ja, alles, was man dazu braucht, sei ein spezielles Wasser. Das Wasser des Lichts? Oh, ist das vielleicht das aus der Quelle? Damit kann man angeblich verscheinerte Pokémon wieder zurückverwandeln. Und jetzt kommt's. Dieses Wasser wird von einem magischen Siegel geschützt. Und zwar ziemlich genau dort, wo ihr gerade seid. Irgendwo oben auf dem Segensberg. Na gut, sehr plot-convenient. Passt ja. Hier oben auf dem Segensberg? Kann das sein? Dieses Wasser, von dem sie da spricht? Meint sie etwa dieses Quellwasser hier? Ich wollte euch das so schnell wie möglich wissen lassen. Und als nächstes werde ich dem Teamleiter Bescheid sagen. Viel Erfolg! Nur ein Mensch die Kraft besitzt, das Siegel der Quelle zu brechen. Das stand da doch. Ach, aber ja. Und mit der Gefahr, von der da die Rede ist, sind die Verscheinerungsvorfälle gemeint. Irgendjemand hat Gary herbeigerufen, um dieser Gefahr zu trotzen. Ach, das habe ich jetzt erst als selbstverständlich genommen. Das ist doch klar. Warum kommen die jetzt erst drauf? Das habe ich so mit den ersten Sätzen doch... Hat man doch eigentlich schon gescheckt. Na gut, Storytelling, so die Dialoge sind ja immer so ein bisschen langsam, sag ich mal. Die müssen alles immer sehr genau durchdenken in den Dialogen, das merkt man. Dieser jemand muss schon vor langer Zeit von genau dieser Gefahr gewusst haben. Okay, dann sind jetzt wohl wir gefragt, wenn Gary dieses Siegel brechen kann und wir so an dieses Wasser gelangen, sind wir vielleicht in der Lage, die bisher verscheinerten Pokémon zurückzuverwandeln? Gehen wir es an, Gary. Brich das Siegel. Okay, aber ich würde sagen, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt alles passiert. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Krasses. Vielleicht kommt ja doch noch Rabigator, der vielleicht nur darauf wartet, dass wir es brechen oder so. Ich würde sagen, wie das aussieht, sehen wir dann beim nächsten Part, ob wir das Siegel brechen und wie wir es machen und was danach so alles passiert und ob wir dann wirklich die Versteinerung rückgängig machen können. Na gut, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und dann sage ich mal, bis dann!